So, wir verschwinden jetzt mal hier wieder. Und dadurch, dass wir diesen ersten Satz von Herausforderungen abgeschlossen haben, können wir jetzt mal schön in Ruhe fünf von diesen furchtbaren Nebenmissionen, also nein, Nebenmissionen sind immer ganz schön, abfrühstücken. So, was haben wir in der Nähe? Da ist ja schon was, ne? So, hier haben wir die schon. Nein, dunkle Flamme. Aber bevor wir das machen, oh ja, das lohnt sich. Guckt mal, was ich da alles erbeutet habe. Au! So. Ich will das Ding hier endlich mal auf voll haben. Also gibt es da mal die ganzen Talisman-Dinger drauf. Das steigt das Ganze, steigert das Ganze auch mal um eine ganze Stufe. Wow. So, dass ich endlich mal fusionieren kann. Klingt furchtbar nach Business. So, dann machen wir hier mal. Das kommt alles auf die Schrote, wie wir in Fachkreisen sagen. Weil die soll ja auch irgendwann mal wieder gesteigert werden, wobei ich relativ zufrieden bin mit dem, wie es jetzt gerade im Moment ist. So, dann haben wir massenweise für den Gürtel. Die Anima-Splitter, die verschwinden so schnell. Bam. Okay, dann ist der auch mal auf 2. So, das da ist Eisenschiefelarmreif. Das ist das da. Okay, dann nehmen wir das noch. Den haben wir dann auch bald fertig. Dann den Ring hier noch. Critical Empowerment Das hat results. sich sogar gelohnt. Sehr schön. So. Und den Rest hier. Glyphen. Genau. Die da. Eins. Zwei. Oh. Wie sind denn die 700? 800? 600. Reicht. Das bedeutet. So, das ist die simple unerschütterliche. Wo haben wir denn die simple unerschütterliche? Unerschütterliche? Hier. Ja. Komplexe, genau. Zack. Fusion. Und Bam. Ha. Fett. Stufe 2 Siegel, Stufe 1 Glyphe. Siegel, Siegel für Siegel haben wir nichts. Nö, gut. Reicht jetzt erstmal. So, und jetzt gibt es die dunkle Flamme. Moment, ich muss es nochmal lesen. Ja. Hey, ich will die Quest nochmal sehen. Nein. Den Tempel finden, auf den die grüne Flamme hinweist und sich Zutritt verschaffen. Oh, ich glaube, das ist eine schwierige. Hier. In diesem Kohlbecken befindet sich eine unheilige Flamme. Sie liefert weder Hitze zum Kochen noch ein leitendes Licht, sondern brennt eher als unheimliches Signal in der Wüste. Das Kohlbecken strahlt dunkle Energie ab. Finden Sie die Quelle dieses Signals und finden Sie heraus, auf wen oder was die grüne Flamme hinweist. So. Haben wir denn da. Das ist das da? Kommen wir da so hin? Nö. So auch nicht. Ne, wir müssen da wieder mal außen rum. Wie immer. Aber die Gegend hier, die kennen wir ja schon. So, lasst mich in Ruhe, geht weg. Ja. Aha. So, kommt mal alle her. Machen wir euch mal weg. So, jetzt alle sterben. Schön. Okay. Aha. Ah, da sind Objekte, oder? Warum? Ah, eins reicht.
Ich verstehe es. Oder? Oder? Oder ist das jetzt sehr schwierig? Aha, mir fehlt das erforderliche Objekt. So, also. Fackelstab, ah, das geht. Entzündlicher entwickelter Stab. Genau. Ich glaube, ich habe es schon verstanden. Wir machen das schnell. So. Nicht gespoilert, einfach selber rausgebracht. Ich erzähle mal meine Gedanken. Wir müssen diese dunkle Flamme irgendwie dazu benutzen, um da oben reinzukommen, indem wir mit dieser dunklen Flamme dieses Kohlebecken entzünden. Und dann geht die Tür auf. Und dann die Quelle der verdammten Energie finden. Machen wir auch, indem wir erstmal... Ihr seid ganz schön groß, oder? Ja. Lass uns aber in Ruhe, oder? Ach so. Gut. Versuchen wir es mal so. Okay. Hey! Was soll denn das? Oh, beide. Das ging schnell. War doch nicht so schnell, wie ich gedacht habe. Zack. Das ist unser. So. Okay. Ich bin irgendwie verflucht oder so. Ich bleibe auch verflucht. Das geht auch durch die Heilung nicht weg. Okay. Ah, gut. Hebel auf und raus. Sehr schön. So. Wo bin ich? Da. Amir machen wir im Moment nicht. Was ist denn das? Aha, blutgetränkter. Boah, keine Ahnung was. Wie kommen wir da hin? Ist das überhaupt in der Nähe? Nochmal. Das ist. Müssen irgendwie da lang? Ja, ich glaube so. Oder? Ja, komm, da kommst du wohl hoch. So, ja, geht weg. Ja, also ich brauche 100 Tote. Ja, ja. Ja, hier ist 100 Tote ein bisschen viel. Okay, da kommen wir nicht weiter. Oder? Geht's da irgendwo hoch? Oh, das habe ich jetzt aber gar nicht so viel Lust drauf. Da die Wege zu finden. Ich habe ja nur noch eine halbe Stunde und möchte ja schon ein bisschen was reißen, ne? Ja. Ja. Na gut, die Richtung ist ja gut. Ja. Da lang kommen wir nicht. Ja, ja, kommt mal alle her. Kommt alle her, super. Nein? Okay, wer kommt alles? Na. Ja, ja. Ja, ja. Das hilft immer relativ gut. So. Bisschen verflucht ist immer gut. Ja, da wissen die, dass ich dazugehöre, ne? Hey, verfluch und probier's doch auch mal. Du willst dazugehören. So. Mhm. Okay. Ich schaue mir mal ganz kurz an. Wo sind wir jetzt? Aha. Das war Quatsch. Jetzt verarsch mich doch nicht, ich komme doch da hoch. Ah! So, und jetzt sind wir hier. Und da müssen wir irgendwo hoch, aber da müssen wir doch durch die Tür. Hm? Tal des Jenseits, super. Und da rein kommen wir. Da waren wir doch schon. Das ist doch die falsche Richtung. Nee, doch, da. Mhm.
jetzt. Nein. Noch eine? Nein. Kommen da wieder nur im Rahmen einer Quest hin? Einer Quest hin? Seit wann gibt es da eine weibliche Form? Ja, komm, alles klar. Wir springen irgendwo hin, wo es viele gibt. Ja, komm, sag, jawohl. Habe ich schon mal gesagt, dass ich diese Gegend gar nicht so furchtbar gerne mag? Also nichts davon. The Pyramid. So, das ist hier da unten irgendwo. Na, wo haben wir sie? Da. Aha. Den Kundschafter. Ein toter Maya-Kundschafter liegt schweigend im Sand. Hier wimmelt es in feindseligen Kreaturen. Dieses Gebiet ist wegen der Monster zu gefährlich geworden. Sie lauten greifen wie Fliegen an, es ist Zeit, ihre Anzahl auszudünnen. Super. Okay. Was denn? Brule und Heuschrecken und so weiter. Gut. Hallo. Local Bounty Detective. Und noch was, jawohl. Initiating. Mhm. Ach, die ist schon wieder. Nee. Aber irgendwie, es ist also so gefährlich geworden, weil da so viele... Was bitte? Ach so. Super. Erstmal das Lokale. Oh Mann. Naja, egal. Schaffen wir noch. Er stirbt jetzt. Eins. Wir wissen ja, wie wir die finden. Ja, ja, geh weg. Ach, dann eben so. Ich hätte nicht gedacht, dass es nötig ist. Ach, komm jetzt. Sei mal nicht so gewalttätig. Ich bin es doch auch nicht. Na, einfach nur, weil ich die Aufgabe habe, die finden und töten, ist das noch keine Gewalt. Hm? Ach, komm jetzt. Hör mal auf. Geht das nicht mal ohne? Danke. So. Ja, ja. So, und jetzt gehen wir den Quests nach. Mhm. Alter Schwede. Wo bin ich denn hier gelandet? Boah, ist das eklig hier. Guckt mal! Was ist das? Sendboten? Nee, das ist es. Achso, der ist auch gut. Der bringt nämlich ein Täschchen. Täschchen. Ich liebe Täschchen. Keine falschen Rückschlüsse. Ja. Okay, was ist unterbrochen? Bin ich irgendwo, wo es mir nicht gut geht? Aha. So. Wo sind denn diese Ghule, die ich meine? Das ist wahrscheinlich das da. Jawohl. Also von denen. Von denen machen wir einfach ein paar weg. Oh, das ging aber schnell. War da ein Kritischer dabei, ha? Huh? Aber irgendwie... Sind das da auch völlig ungute? Ah ja, genau. Die gehen schneller und besser. So, und jetzt müssen wir... da lang.
Was sind das? Oh, Heuschrecken. Heuschrecken sind ja toll. Sind das schon welche? Ja. Hm. So. Aha. Okay. Es ist nicht schön hier. Ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Aber wieder mal ins Land gehen. Die Folgen hierzu, also zu dem Aufräumen hier, ja, die werden sporadisch kommen. Mhm, gilt das hier. Und ein letzter noch. Ja, genau, ne? 4 von 6, ein letzter noch. Ja. Und jetzt noch ein letzter noch. Ich sag halt auch, was würde der pinkeln? Die Dinger hasse ich ja auch. Ich hasse so viel hier. Also wie gesagt, ne? So sehr ich diese belagerten Farmlande liebe, das ist sehr. Also das da ist echt. Boah. So, gucken wir doch mal, wie weit es jetzt ist. Mhm. Was? Sie haben die maximale Anzahl. Sie müssen einen Teil der Währung ausgeben. Was? Nein, das will ich. Okay, noch 2 Nebenmissionen und eine Menge Monster-Kills. Okay. Okay. Oh, da ist aber noch eine. Na? Und wo? Dann lass mich raten, da oben. Na, oder? Wieso ist das da oben? Kann ich da irgendwie hinspringen? Das zerbrochene Schwert. Und es ist nicht hier. Es ist nicht hier. Leute. Ja, es ist da oben. Das da will ich mal. Dann versuchen wir es mal mit dem anderen Ding. Geht es in die Richtung? Ja. Dann ist es hier im Wasser. Hä? Ach komm. Ach, da ist es ja. Ahem. So. Weißt du, dass es so schwer sein soll? Ah. Ach, da geht's. Nee, oder? Ah, doch, toter Orochi. Super. Blut und Schmutz ergeben zusammen einen dunklen Purpurfarbton. Was auch immer der Orochi-Soldaten ausgeweidet hat, es könnte wieder töten und den Schmutz weiter verbreiten. Naja, klar. Finden Sie heraus, was mit dem Orochi-Soldaten passiert ist und dämmen Sie die Verbreitung von Mordinfektionen ein. Machen wir. Benutze Blutfreieckfleck. Mach ich. Boah. Visual Tracking initiated. Okay. Ist das so? Ah, da end. Da ist er. Geh weg. Wow. Was denn jetzt? Hallo. So. Ja, Visual Tracking initialized. So. Ey. Hallo. Ich habe das Visual Tracking aber nicht gesehen. Wo ist denn das fucking Blut? Also. Das will ich nicht. Blutfleck. Da ist der nächste. Komm, jetzt geht weg. Ja gut, ich brauche ja so viele Toten noch, das ist in Ordnung. Aber was bitte ist denn das, was mich immer sofort sterben lässt? Also fast sofort. Alter! Was ist denn mit euch? Das wird, glaube ich, nichts mehr, oder?
bin ja sowieso jetzt falsch, oder? Völlig falsch. Schauen wir mal, ob wir alles haben. Ich mag die Gegend nicht. Nein, 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 nein. Nennt mich einen Jammerer. Also nennt mich auch bitte einen Jammerer. Ja, da haben wir alles. Wo war ich denn? Der Blutspur folgen. Und ich habe... Doch, da, 219. Es gibt da wirklich nichts. Oh, Mann. Die Gegend gefällt mir gar nicht. Was haben die da für Spezialattacken, die mich sofort wegputzen? Putzen. Ich muss runter, gell? Warte, aber wenn ich jetzt hier oben bin, dann nehme ich mir doch gerade die andere. Wo war die denn? Wo war die denn? Wo bin ich denn? Da bin ich. Die war da. Nee, da. Hier? Warte. Aha, von hier aus kommt man da also auch nicht ran? Oder was? Oder wie? Oder wer? Oh, wie ich's hasse! Nee, komm. Wir machen voran, dass wir wenigstens noch eine kriegen. Dann schauen wir mal, dass wir vielleicht jetzt nicht sofort... Ja, die habe ich. Und wo ist die nächste? Hallo? Da? Gut. Ah, jetzt. Jawohl. Ich glaube, die sind dann nicht ganz so schlimm. Da sind die Höhlen und da sind die Kultisten. Na, das ist doch viel mehr nach meinem Geschmack, oder? Was das da eben war, wahrscheinlich irgendeine Gegend, wo ich nicht hin soll. Noch nicht. Wieso noch nicht? Ich bin doch schon woanders. Ach, egal. Ja, das ist anstrengend. Achso, ich muss noch Tiroxis besiegen. Und wo ist der? Ah, der ist da. Und bringt mir auch gleich eine neue Mission. Hallo Tiroxis. Ich wollte mal Hallo sagen. Ist mir egal. Dann spinn dein Netz. Okay. Annehmen. Haben wir die Zeit noch? Ja. Ich muss auch gerade benutzen. Genau, ich wollte noch mal lesen. Waffen neigen dazu, ihre Vergangenheit zu kommunizieren. Sie erinnern den Schweiß jener, die sie geführt haben und ob sie Überzeugung, Zweifel oder Furcht in sich trugen. Die bedeutendsten und wertvollsten können sogar flüsternd mitteilen, wofür sie einst standen. Das Schwert hat eine Geschichte zu erzählen, aber die Klinge ist kalt und verformt. Finden Sie einen geeigneten Ort, die Klinge neu zu schmieden, um so ihre geheime Stimme hörbar zu machen. Stimme. Finden Sie einen Ort? Zum Glück finde ich den nicht. Zum Glück... Hat irgendeine höhere Macht einen Quest-Pfeil dorthin gemacht? Ja, schön. Das ist ein geeigneter Ort. Hallo, geeigneter Ort. Geeigneter Ort? Hier? Upsa. Oh, Finde ich ja toll. Oh, es geht aber. Lass mich raten. Fuck. Ja. Das ist die Gegend, wo ich nicht hin wollte, weil das immer total tödlich ist.
Genau, das war das, ne? Nein! Stirb! Na komm. Okay, erhol dich wieder. Das ist der Ort. Aber der ist tödlich. Okay, das ist ganz woanders. Super. Okay, dann sterben wir jetzt hier. Nein. So, zu wem bringen wir ihn? Ja. Okay. Okay, das hasse ich. Kommen wir da irgendwo durch? Ich dachte es mir fast. Karte. Vielleicht da. Wir bringen also. Da rein müssen wir es bringen. Gut, das sollte es schon gewesen sein. Wow. Jawohl. Sehr schön. So. Und das da haben wir alles schon gemacht. Da ist die Schlange, alles gut. Aha, Odini. Odini! Dann mache ich jetzt was. Und zwar sind wir fast fertig für heute. Die letzten 3 Minuten nutze ich dafür. Zack, verbrannte Wüste. Und zwar mache ich hier eine schnelle Hauptquest, bei der wir unglaublich viele Gegner besiegen dürfen und noch eine Nebenquest kriegen, das macht aber nichts. Und dann helfe ich meiner Frau bei der Hausarbeit. Genau, mach meinen Teil, weil heute war alles ein bisschen andersrum als sonst. Zuerst gestreamt bzw. aufgenommen und dann Hausarbeit, aber naja, ist ja okay. Vielleicht reicht nachher die Zeit für die restlichen Missionen noch. Wenn diese Ladebildschirm ein bisschen voran macht, ziehe ich so lange auch nochmal an meiner. Schnell auch den Popschutz versiegelt. Den Popschutz, oh, der ist ein bisschen viel im Bild. Ne? So, und zwar meine Lieblingsmission, die geht schnell. Ist eine Hauptmission. Führt noch eine Nebenmission mit sich. Ich breche hier auch diesen Dings ab, weil habt ihr ja alles schon auf YouTube. So. Okay. So. Anima-Sprung dahin. Weil mit dieser Mission kriege ich auf jeden Fall die nötigen Kills. Mach noch schnell eine Hauptmission, dass ich nachher dann, falls ich noch dazu komme, erst vorrennen. Additional assignment received. Initializing. Töten. Natürlich immer One-Hit, klar. Weil, ne, die stehen ein bisschen verzettelt. Deswegen brauche ich 2. Aber, so. Und die noch. Auch One-Hit, zack. Eine Nebenmission nochmal dazu. Und schon 15 Leute, genau. Die Angreifer töten. Zack. Die sind eigentlich schon tot. Du auch. Und dann einfach mal den Seelen folgen. Ich weiß aber schon, wo die hinfliegen. Hauptsächlich will ich jetzt hier mengenweise von den Jungs hier wegmeschen. So. Na, die hier nicht. Den vielleicht beim Vorbeigehen. Boom. Das ist also jetzt nicht mehr die große Herausforderung. Deswegen, also, ich finde das Tal des Sonnen, die Stadt des Sonnengottes einfach irgendwie viel, viel schwerer, auch als bis jetzt die verfluchten Farmlande. Ich finde es insgesamt einfach ein, also, ne, ein Unding. Ich mag es nicht. Was denn? Oh, hast überlebt, ja? Gut. So.
Und natürlich hier die ganzen Umstehenden gleich mitnehmen. Gibt hier Items und oh, gib ihnen. Ja. So schnell geht das. So. Machen wir schnell noch die Hauptquest fertig. Ist das schon hier? Nee. Dann machen wir es im Vorbeigehen. Ja, kommt ruhig mit. Ich habe genug Kills. Brauche ich nicht zu töten. Ich würde euch verschonen. Sie greifen mich auch nicht an, weil ich ja so wie gesagt furchtbar überpowered bin. So. Das heißt also jetzt einmal nochmal die 6 drücken. Und das war's für heute. Zack. So. Sie haben die maximale Anzahl der... Ach, ich lese es dauernd und ignoriere es. Oh mein Gott. Das machen wir auch schnell. Passive Fähigkeiten. Wo sind wir denn? Ja, aber nicht beim Sturmgewehr. Wir sind doch noch hier, oder? Ne, haben wir komplett den Hammer. Hammer machen wir weiter. Freischalten. 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 So. Hier müssen wir noch warten, bis 40 da sind. Ich bedanke mich und wünsche euch auch einen schönen Tag und bin jetzt raus. Also, Aufnahme stoppen.